Ich bin der Hans Schwender und bin der Firmenchef eines mittelständischen Betriebs. Wenn ein Betrieb eine Zukunft haben will, muss er selbst was dazu tun. Das heißt, nicht auf die Politik schauen, sondern aus der eigenen Stärke heraus was entwickeln. Deshalb setzt sich unser Betrieb mit den Kindergärten auseinander. Wir schaffen dort Basis, dass also Kinder Freude an der Technik haben. Gleich gehen wir aber auch in die Grundschulen, in die Hauptschulen rein und weiter zu den Gymnasien und sorgen dafür, dass ein sehr enger Zusammenhang zwischen Schulen, zwischen Ausbildung und uns stattfindet. Die beste Werbung ist, wenn andere über uns sprechen, positiv darüber sprechen. Und von der Seite ist es wichtig, dass wir immer was Besonderes machen. Das geht nicht immer, aber Mitarbeiter einbinden und was zu tun, was nicht unmittelbar direkt mit der Firma zusammenhängt, sondern der Gemeinschaft nutzt, das haben wir in Donau gemacht. Und da hat mancher drüber gesprochen. Ein Leuchtturmprojekt ist was Besonderes, weg von der normalen Arbeit. Ein Projekt, wo die Menschen drüber reden, wo sie sagen, aha, das ist der Schwender. Das heißt, wir machen im Abständen von 1 bis 2 Jahren immer was Besonderes und ich beziehe meine jungen Leute, insbesondere die Ausbildenden, hier mit ein. Wir stehen jetzt hier vor einem Leuchtturmprojekt der Firma Schwender. Wir versuchen das ca. alle 1 bis 2 Jahre umzusetzen, dabei auch die Auszubildenden zu integrieren. Also ein reines Azubi-Projekt, von der Planung über die Fertigstellung und die Korrespondenz mit Fremdfirmen läuft alles über unsere Auszubildenden. Das hat einmal den Effekt, dass sich die Auszubildenden mit der Firma identifizieren und andererseits natürlich eine gute Außenwirkung, was dazu beiträgt, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Also wir sind jetzt in der Kleiderkammer in Donau, die wir als Azubi-Firma renoviert haben und haben uns ca. 500 bis 600 Stunden dafür Zeit genommen, um das ganze Projekt zu realisieren. Wir haben die Grundrisse erfasst, wir haben die Sachen erfasst, die nicht im Grundriss drin waren und natürlich haben wir uns die Probleme, die während der Baustellenphase auftreten können, auch angesehen und mit integriert oder versucht zu integrieren und haben das natürlich alles auch bestellt. Das Ganze haben wir natürlich auch mit unserem kompletten Team realisiert und ausgeführt, sodass man das jetzt auch gut anschauen kann. Und ein paar Probleme waren hier auch, das ist normal auf einer Baustelle. Aber ich habe mich als ein Teil von was Größerem gefühlt und bin wirklich stolz darauf, dass wir das so gut hinbekommen haben. Also wir gestalten in unserer Gemeinde die Zukunft mit. Wir kümmern uns um junge Menschen, wir kümmern uns um die Gesellschaft bei uns. Und ich glaube, von der Seite her haben wir derzeit kein Problem, Mitarbeiter zu finden und unsere Arbeit gut umzusetzen.